Retro Gaming. Commodore C64. It's Commodore time. C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, Tom Maniac am Start mit einer neuen Ausgabe von Total Getaped C64 Games am laufenden Band. Heute schaue ich mir ein Golfspiel an, das nennt sich Pro Golf und ist von Atlantis und hier fehlt wieder das Grün wegen dem Greenscreen, aber vielleicht blende ich das Bild auch nochmal kurz ein. Und ich habe keine Ahnung, ob es läuft. Ich versuche das jetzt zum ersten Mal von Datasette zu laden und das mache ich jetzt direkt mal. Shift Run Stop und ist auf 0 gestellt. Jo, press Play und Tape. Wollen wir mal gucken, ob das an so Golf-Games wie Leaderboard Golf für den C64 rankommt, denn das ist ja eins der besten Golf-Simulationen meiner Meinung nach für den C64. Schauen wir mal, ob das denn überhaupt lädt. Und warten wir mal kurz einen Moment ab. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Ich höre aber die Datasette pfeifen. Ich bin mal gespannt, ob er gleich anhält, um mir irgendwas zu sagen. Na? Found Pro Golf Site 1. Okay, das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Ja, dann wollen wir mal laden lassen. Und ich gucke mal inzwischen, ob hier irgendwas Interessantes zu lesen ist. Hinten steht noch drauf Homesoft, Artikel Vendex, Computer Commodore C64. Kassette Nummer 10.416 und damals war der Verkaufspreis 14,95, wahrscheinlich Gulden, weil da steht Pries, es ist holländisch. Ah, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Jetzt mache ich das hier mal auf. Empfohlener Verkaufspreis 2,99 Pfund und wie gesagt ist von Atlantis für den Commodore 64 und 128. Screenshots maybe from different computer version, wahrscheinlich von der, wo es am besten aussieht, wie immer. A golf simulation for 1 to 4 players, Sunningdale, England and Pebble Beach, USA. Okay, hoffentlich lässt sich das vernünftig steuern. Driving rain, freezing colds, almost dusk, no problem, because now you can play two of the world's greatest golf courses without leaving the comfort of your own home. Wahrscheinlich ist das auf Seite 2 dann der zweite Kurs. Aha. Interessant ist hier auf jeden Fall schon mal, wie weit man mit den einzelnen Schlägern schlagen kann. Und welcher Typ Schläger für die verschiedenen Situationen, sei es jetzt der Ball liegt im Rough, also im Raumgras, oder der liegt im Sand. Oder vielleicht im Wasser, wie man den da dann am besten raushaut. Hier sieht man das vielleicht. Da ist eine Tabelle. Aber ich glaube, meine Kamera stellt das nicht so scharf, weil die jetzt auf Festbrennweite steht, oder? Nee, will nicht. Naja, egal, lassen wir mal so. Ja, was steht denn hier? Es ist alles auf Englisch, wenn ich das richtig sehe. Ja, wie man lädt, ist klar. Game. Pro Golf ist ein Golf Simulator für 1 bis 4 Spieler and features 2 famous courses, Sunningdale, England and Pebble Beach, USA. Both courses are recorded on each side of the tape, with Sunningdale recorded first on one side and Pebble Beach recorded first on the other. Aha. R für Single Round und L für Reload Game und C für Championship und P für Practice. Wir haben eben gerade gucken. Controls. O, P and Return Keys to Select Club, Direction and Force. Other keys as indicated in the game. Press and release space to start your swing and press space again to hit the ball. Kann man es also nicht mit Joystick spielen?
Also mit Space schwenkt man und nochmal Q, P und Return. Ich hoffe, das ist da gleich im Game auch nochmal erklärt. Championship, play 4 rounds against 17 other players. Up to 4 players can play from the keyboard und so weiter. Single round, play 1 round only. Das wird mich jetzt reizen mal. 1 bis 4 players choose of championship or metal tees. Individual scorecard displayed between odds. Practice, get to know the game. Practice any hole from any tee using any wind or ground conditions. Dann kann man noch Wind anschalten. Ground, wet, normal or dry. Maybe a random choice by the computer or the user defined. Backspin. Fairways. Ja. Okay. Na, dann würde ich doch sagen, wir gucken mal. Ja, vielleicht mache ich auch einfach nur mal ein Practice, oder? Um mal zu gucken, wie das überhaupt funktioniert, das Ganze. Aber so wie es aussieht, muss ich mich da hier an meine Tastatur annähern. So. Und ich drücke mal P für Practice. Metal Tees, Championship Tees. Nehmen wir mal einfach M. Ground, random or user defined ground conditions. Dann nehmen wir Zufall. Ja. Variable oder konstanter Wind? Ja, variabel. Wenn schon verkacken, dann richtig. Which hole 1 bis 18? Noch Nummer 1. So sieht das jetzt aus. O und P, um den Schläger auszuwählen. Warte mal. Ich sehe jetzt nicht, warte mal, Yards 477 Yards weg. Da sollte ich wahrscheinlich das wählen, mit dem man am weitesten schlagen kann. Im Moment stehe ich da in einer Wood vor. Damit kann man auch tatsächlich am weitesten schlagen. Okay, das eine Holz, da schlägt er eigentlich schon das Richtige vor. Gut, dann nehmen wir mal Return to Select Club. Und mal schaue ich das, was man hier so ausgepackt. O und P, return to the select direction. Die Frage ist, wo ist denn das Ziel überhaupt? Wahrscheinlich der blinkende Punkt, oder? O und P, wollen wir gerade schauen. Ich hab keine Ahnung. Also sehe ich ja. Man muss halt sich überlegen, aus welcher Position sieht man denn das? Ich schlage einfach mal so. Okay. Return. So. O und P, return to select force. Oh, volle Kanne, oder? Was ist denn das meiste? Volle Kanne. Return. Is selection correct? Yes. Space to control club. Und da muss man ja dann irgendwie Space drücken und nochmal, ne? Wollen wir mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie hinkriege. You missed the ball. Try again. Ja, woher weiß ich denn, wann ich abschlagen muss? Immer noch daneben gehauen, okay? Hä, Moment. Wann muss ich denn rechtzeitig drücken? Ich glaube, jetzt habe ich ihn getroffen. Ah! Super, jetzt weiß ich, wo ich war und wo ich hin muss. Ganz toll. Gut. Direction ist ja dann. Achso, ja, den Schläger nehmen wir denselben. Ja, Direction. Ich muss dann wohl da runter, ne? Ja, das war ja jetzt wirklich sinnlos. Das muss man auch erstmal blicken. Dann nehmen wir wieder volle Kanne. Das mit dem Abschlagen ist anders an der Geschichte.
Direction is correct. Okay. Also. Hä? Was ist passiert? Warte mal, was muss man denn machen, um aus diesem Rough möglichst rauszuschlagen? Jetzt da irgendeine Möglichkeit? Allowable Clubs, 4 bis 10er Irons. Aha, also mit einem Holz nicht. Da muss man, also, in was lege ich denn? In Heavy Rough, okay. 4 bis 10 Iron. Und das Vierer, okay, wir haben Vierer Eisen. Das heißt, ich habe also schon auch den falschen Schläger gewählt. Vierer Eisen, gut. Backspin, na, weiß ich doch nicht, nö. Richtung darunter. Das wird wahrscheinlich wieder sowas von in die Hose gehen. Okay. Power. Volle Suppe in was weiß ich wohin. Ja, die Selektion ist korrekt und jetzt geht's wieder voll daneben, ne? Ja, ich komme aus dem Rough hoffentlich raus. Ich bin immer noch in Heavy Rough. Also wieder ein Vierer Eisen nehmen. So. Backspin. Ja, von mir aus. Direction. Weiß der Teufel, ob ich hier richtig lieg. Ganz bestimmt nicht. P2 Select Force. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich im Practice-Modus genommen habe. Einfach, dass man mal so sieht, wie das hier aussieht und dann kann man sich selber überlegen, will man da mal eine Saison spielen? Wahrscheinlich nicht. Das ist korrekt. So, jetzt wollen wir wieder verkacken. Na? Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder im Fairway. Jetzt können wir noch mal gucken. Da nehme ich einfach, wie weit bin ich denn noch weg? Steht gar nicht, wie weit ich noch vom Ziel weg bin. No, das ist ja sehr hilfreich. Gut, wir nehmen mal genau den Schläger hier. Und Direction. Die Direction, das ist auf jeden Fall schon mal soweit richtig. Wahrscheinlich lande ich nachher irgendwo im Sand oder so. Wieder volle Kanne. Ja, das ist korrekt. Mach einfach. Let's verkack. Schwung. Schön über den Sandbunker drüber weg und über alles drüber weg und in leichten Rough Bad Lie. Was schlägt er denn dann hier vor? Leichter Rough Bad Lie, man soll 4 bis 10er Iron nehmen und die Reduktion in Distance auf 36%. Ich glaube, die Anleitung könnte schon hilfreich sein, generell für irgendwelche Golfsimulationen. Also wir nehmen jetzt wieder so ein, ja wobei, dann nehme ich vielleicht eher ein kürzeres Eisen, also das heißt, wir nehmen nehmen wir mal ein 7er Eisen. Backspin. Ah, schon richtig, ne? Und Richtung, Richtung so irgendwie. Ich werde nie ankommen. Force. Ja. Das verkacke ich bestimmt volle Kanne. Wäre cool, wenn ich da mal auf dem Grün landen würde. Und on the fairway, okay.
Man sieht leider immer noch nicht, wie weit man vom Ziel entfernt ist. Das kann man sich auch nicht irgendwie anzeigen lassen, ne? Nö. Das steht da nicht, dass man sehen könnte, wie weit man noch vom Ziel weg ist. Ja, das hätte noch hilfreich sein können, ne? Ne, da steht nur die Gesamtentfernung. Ich denke mal, ich bin nicht mehr so weit vom Ziel weg und das war vorhin gar nicht so schlecht mit dem... Nehmen wir mal eine... Cent? Nehmen wir 9er Eisen. Keine Ahnung. So leicht hier rüber. Vors. Bisschen mehr, ne? So ungefähr. Das ist genau das, was ich brauche wahrscheinlich. Um zu verkacken. So, okay. Schwing it. Komm runter. Fuck. On the green in 7. Okay. Vor 60? Was steht denn jetzt hier on the green? Gibt es da eine Anleitung, was man da machen muss? Choose strength and direction of shot with reference to ground conditions and slope of green. Slope is between 1, gentle and 10, severe. Slope ist 2 und so wie es aussieht, also spiele ich leicht bergauf. Arrow points downhill. Ja, das heißt, ich muss da so bergauf spielen. Slope will have a progressive greater effect as the ball moves across the green. Press and release the spacebar to start your swing and press the bar again to hit the ball. Ja, ich werde wahrscheinlich so richtig verkacken. Okay. Mal gucken, was passiert. Hä? Oder muss ich jetzt einfach, Moment, muss erstmal Return drücken, ne? Direction ist, glaube ich, schon ganz gut. Selection ist korrekt. Spacebar to Control Club. Was ist passiert? Ich muss ja Bärchen aufspielen. Ja, ist korrekt. Ich werde nie einlochen. Run off green. Verhascht du mich jetzt? Was ist hier passiert? Vor allem, in welche Richtung habe ich jetzt geschlagen? Hä? Ach Mann. Direction nach unten. So, jetzt Direction. Wieso kann ich die warum kann ich die Direction nicht auswählen? Nein, das ist nicht korrekt. So, also nochmal. So. Backspin. No. So. Direction. Jetzt muss ich es aber wählen können. Sonst schlage ich ja immer weiter nach hinten. Ich werde nie einlochen. Das wird never ever was. Force. Knall rein da. Die ist jetzt korrekt. So. Nee. Ich krieg den nie rein. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das wird echt nix. Mann.
irgendwann muss man den doch mal da reinkriegen. So. Slice. Ich slice gerade in den Bunker. Wisst ihr was? Ich glaube, mir reicht das als Einblick ins Game. Interessant, dass ich das hier auf Kassette habe, aber ich denke mal, als Einblick genügt das wirklich. Pro Golf von Atlantis. Meins ist es jetzt nicht, aber ich bin gerne gespannt auf eure Meinung zu diesem Game. Ich bin ja immer froh, wenn die Datasette das Ding überhaupt lädt, aber naja. Ich finde das jetzt nicht so prickelnd, vor allem auch, weil man nicht weiß, wie weit ist man denn jetzt überhaupt noch vom Ziel entfernt. Und das ist halt wirklich ziemlich spartanisch, so von der Machart. Ich finde, da sollte man lieber Leaderboard Golf spielen. Das ist meiner Meinung nach tausendmal besser und macht viel mehr Spaß. Ja, wie gesagt, was haltet ihr von diesem Game? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir das Ausprobieren aber, weil ich bin ja immer neugierig, dann lasst mir gerne Like da und schaut gerne mal, was hat der gute Tomaniac noch so in seinem Repertoire. Und wenn euch das gefällt, dürft ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Kostet euch nichts, macht mir aber eine Riesenfreude. Motiviert mich ungemein zu weitermachen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer wieder. Also, ciao bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.